Grüße und herzlich willkommen zu Heroes of the Storm, wofür ich dank GameStop, also durch das Gewinnspiel am 20.03. halt einen Beta-Key gewonnen habe. Und tja, was soll man dazu sagen? Ich habe jetzt wie gesagt so einen Beta-Key und muss das natürlich gleich mal stolz auf Twitter posten. Die Sache ist halt nur, ja, was soll man dazu sagen? Ja, da gab es natürlich eine, die ein bisschen neidisch war, nämlich die Trin. Hallöchen! Und für sie mache ich jetzt dieses Video, weil ich mich dann dazu verpflichtet habe. Und ich werde jetzt hier einfach mal den Modus Üben weiterspielen, da ich hier erstmal gucken muss, wie sich das Ganze anfühlt. Weil ich weiß gar nicht, ob man überhaupt erstmal so Helden nach freischalten kann. Wahrscheinlich durch diese Dublonen oder so. Ja, das muss ich irgendwie... Ja, okay, dann kann ich hier irgendwelche abgeben. Aber wie dem auch sei... Ich bin jetzt bei der Schwarzherzbucht. Naja, wir gucken uns die einfach mal an. Ich spiele jetzt hier auch einfach mal drauf los. Ich bin ein totaler MOBA-Noob. Ich habe zwar mal League of Legends heruntergeladen, aber irgendwie hat sich da noch kein Termin mit meiner Cousine ergeben, dass man es mal spielen kann. Na, was haben wir hier? Noch mehr Süßwassermatrosen auf dem Weg in die Schwarzherzbucht, hm? Ahoi, ihr Landratten! Hier zollt ihr gefälligst dem Kapitän euren Respekt. Und für diesen Kapitän zählt nur eins. Wahre Mütze. Ihr gleich, wie ihr Lumpen sie beschafft. Diebstahl. Egal. Kreuzt einfach bei meinem Schiff auf und drückt die Jublonen heraus. Dann kann euer Diebstahl was von mir erwarten. Das klingt ja mal interessant. Das klingt ja mal wirklich interessant. Wir werden unsere Feinde gebrochen und bluten zurücklassen. So, ja, dann wollen wir doch mal in die Schlacht gucken hier. Ich bin mal gespannt. Ich werde mich jetzt hier zur Midlane begeben. Ach nee, fängt es überhaupt schon an? Ja, da oben links haben wir nochmal die Steuerung. Und natürlich hat es noch gar nicht angefangen. So, die Sache ist... Okay. Yay. 8, 7, 5. 3, 2, 1. Ach, da oben steht's ja sogar. Das ist doch schon mal schön. So, dann wollen wir uns mal in den Angriff wagen. Wie gesagt, mit Q, W und so weiter hat man hier erstmal seine Fähigkeiten. Die heroische Fähigkeit habe ich natürlich noch nicht freigeschaltet. Ich muss jetzt natürlich erstmal warten. Und diese Map, die kenne ich überhaupt nicht. Ja, und hier einfach reinzurennen, das ist natürlich nicht klug. Ich muss jetzt nur mal warten, bis hier ein paar Minions vorbei dackeln. Ah, da haben wir nämlich schon zum Beispiel mal die ersten. Und dann werde ich mal nämlich hier den Adrenalinrausch anwenden. Durch die Vernichtung gegnerischer Helden, Diener oder Gebäude. Dafür muss ich dir doch ein Feld in der Nähe finden. Ja, das ist natürlich klar. Aber schön, dass einem das dann doch immer recht gut erklärt wird. Ich wurde schon mal getroffen ein bisschen. Das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. So. Ach so, tut man das, ja? Man munkelt, das ist doch schon mal schön. So, jetzt machen wir erstmal diesen schönen Kampfrausch oder diesen Mut machen. Das ist im Prinzip sowas wie ein Kampfrausch. Deswegen, da ist das schon mal relativ gleich. Was ist das denn hier? Ich schnapp mir das mal. Okay, was auch immer das jetzt ist. So, das sind jetzt erstmal Golddublonen. Das ist schon mal schön. Ja, sollte ich das? Ja, das kann ich machen, indem ich B drücke. Da komme ich nämlich zum eigenen Lager zurück. Sofern ich hier nicht unterbrochen werde. Aber das scheint schon mal ganz gut zu klappen. So, jetzt bin ich schon mal gereckt. Was schon mal sehr schön ist. So, da ist dieses Schiff. Da muss ich wohl erstmal hin und dem das bringen. Wir probieren es ganz einfach mal. Ich weiß nicht, warum das jetzt so laggt. Also, ich meine, das war vorher noch nicht so. Ich brauche eindeutig einen besseren PC. So, ich bringe jetzt dem erstmal hier das Gold. Da muss ich bestimmt hier runter, oder? Talente verbessern die Fähigkeiten des Helden entscheidend. Wählt Talente sofort, wenn sie verfügbar werden. Ja, machen wir. So, und dann nehmen wir... oder automatische Angriffe... Ach, machen wir einfach das hier. Was muss, das muss. Ja, was muss, das muss. Das sage ich mir auch immer wieder. So, jetzt wollen wir hier ein bisschen Mut machen und dann schaffen wir das schon. Erstmal hier raus aus diesem Turm. Da kann man natürlich auch nicht so einfach reinstürmen, das sollte klar sein.
Aber wie gesagt, bezüglich... Aua. Irgendwie konnte ich das auch mal besser beim letzten Training, aber ist ja nun auch egal. So, jetzt machen wir uns noch ein bisschen Mut. Und dann sollte das hier auch ordentlich funktionieren. Also wie gesagt, hier oben sieht man die Level samt Erfahrungsbalken. Das funktioniert also recht gut. Aber wie gesagt, ich habe sonst von MOBA echt keine Ahnung, muss ich sagen. Also ich weiß so... Also wie gesagt, was hier das Ziel ist, das ist schon klar, dass man hier die gegnerische Basis zerstört. Allerdings kommt man momentan überhaupt noch nicht weit. Ich muss jetzt erstmal warten hier an der Midlane. So, zack. Und erstmal hier ordentlich draufhauen. Ja, am Anfang muss man sowieso meistens leveln. Also ich kenne mich da ja auch mit Strategien, Taktiken und sowas überhaupt nicht aus. So, was ist denn da oben Phase? Achso, haben wir jetzt hier irgendwas für uns geholt. Und ich habe ein neues Talent. Was hatte ich denn hier? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Mutmachen. Und was war das andere? Ah, mach mal hier das einfach mal. Das wird schon irgendwie passen. So, dann schießen wir mal ganz kurz auf den Turm drauf. Länger sollten wir es aber nicht machen, da wir das nicht lange überleben würden. So, da haben wir schon wieder ein paar Minions. So, den mache ich erstmal Mut und dann schießen wir hier mal ordentlich rein. Und dann mischen wir hier mal ordentlich mit. Ich gehe aber mal ein Stück zurück. Ja, ich bin jetzt hier halt hauptsächlich an der Midlane. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie man hier wirklich taktisch vorgeht. Ich habe so damals mal Command & Conquer gespielt, aber das kann man ja nun nicht wirklich damit vergleichen, oder? So, jetzt machen wir uns hier erstmal schnell an diesen einen Tower. Aber ich entferne mich auch wieder. Wenn ihnen diese ausgeht, können sie nicht mehr feuern, bis sie regeneriert wurde. Ja, und alternativ kann ich auch in die Stadt zum Gesundbrunnen da zurück. Das weiß ich mittlerweile. So, wollen wir hier erstmal schnell diese Minions zerstören. Und dann wollen wir ihnen Mut machen. Und zwar jetzt. Und dann machen wir uns mal hier auf diesen Turm, damit wir den erstmal schnell einreißen können. So, dann gehen wir hier noch schnell auf diesen Turm, damit wir den schon mal ein bisschen Schaden zufügen können. Aber das Witzige ist, die Minions, die gehen ja zuerst auf die anderen Minions. Also das ist halt auch erstmal wichtig zu wissen. Das war ja für mich zum Beispiel auch total unbekannt, weil ich sowas gar nicht wusste. Ich kenne, wie gesagt, dieses MOBA-Spielprinzip rein gar nicht. Deswegen... Ja, hoffe ich doch auch, dass man hier mal ein bisschen Lust hat auf irgendwas. So, jetzt reißt man hier diesen Turm ein, Leute. Ich mache nicht umsonst euch hier Mut. Deswegen haut mal ordentlich drauf, haut in die Tasten. So, ich muss vielleicht mal die Qualität runterschrauben, weil das in der Aufnahme doch ein bisschen mehr leckt als sonst. Was war das hier? Achso, das ist jetzt sozusagen pausiert. Moment. Achso, heute den Achso! Ach, natürlich, stimmt. Das war ja die heroische Fähigkeit. Zack! Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? So, ich weiß jetzt nicht, bringt das überhaupt was, hier mal so eine Mauer einzureißen? So, jetzt machen wir den mal ganz kurz Mut. Dann greift man hier noch ein bisschen an, aber die Minions, die werden gleich schon wieder sterben. Deswegen ziehe ich mich mal ganz kurz zurück. Ja, ich ziehe mich mal wieder zurück. Ich habe so eine neue Stufe erreicht, das, ja, ne? Die ist jetzt aber nicht so unbedingt von Vorteil. Weiß ich nicht. So, nachdem wir die kleinen Minions erledigt haben, sammle ich erstmal diese Orb ein. Ich glaube, die heilt einen, oder? Also wie gesagt, da könnt ihr mir ja mal auch ein bisschen was dazu sagen, weil ich, wie gesagt, im Bereich MOBA, also Dota, LOL und sowas, ein totaler Noob bin. Ich kenne mich da halt null aus, ne? Das muss man mal dazu sagen. So, jetzt machen wir denen mal wieder Mut, damit wir hier die Minions mal ordentlich beiseite fegen können. Also wie gesagt, die sind eigentlich eher so unterstützend, aber die Helden, die haben halt dann wirklich schon die... Ja, krassen Fähigkeiten. Da kann man hier eigentlich... Was bringt es eigentlich, die Mauer einzureißen? Ich weiß es nicht, aber man tut es einfach mal. So, du haust mal schön ab. Und Burns! Erstmal hier ein bisschen Schaden reingemacht mit dieser schönen Fähigkeit. Durchschlagsmunition hieße. So, man kann das aber auch abbrechen. Wenn man jetzt eine Fähigkeit ausgewählt hat, dann kann man das mit Rechtsklick auch wieder abbrechen. Nee, das wirst du dir nicht verknüpfen. So, da werde ich mal ordentlich reinhauen. Ja, das hat wohl nicht so ganz geklappt, wie du es wolltest. So, ich schnapp mir hier erstmal ein bisschen Gold. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen.
Ja, ja, kommt gleich. So, neue Stufe. Können wir erstmal ein neues Talent wählen? Was hatte ich denn hier? Achso, Durchschlagsmunition enthält 2 Aufladungen, was ich schon mal sehr gut finde. So, dann sammeln wir das schon mal ein und dann mache ich mich mal hier nahe der Botlane auf zum Piraten, denn der wollte ja auch noch was haben. Also hier schön hin. Mit einem Reittier könnt ihr euch schneller bewegen. Ja, you don't say. Dafür ist Y. Ja, das weiß ich. So, habe ich das jetzt hier einbezahlt? Ja, ich hab's doch. Das könnte gut werden. Wir sind dran, Jungs. Jetzt kommt Leben in diese Bude. Okay, ich habe jetzt hier irgendwas Lustiges freigeschaltet. Da kracht's jetzt hier erstmal ordentlich. Okay, man sieht hier einen leichten Wall der Verwüstung oder einen leichten Schwall der Verwüstung. Boah, ich renne hier einfach mal mit den Helden durch. Kann man ja mal machen. So, jetzt hat er jetzt zum Glück 2 Aufladungen. Zack. Dann ziehe ich mich aber erstmal wieder zurück. Denn, ja, ich habe eine sehr Rambo-mäßige Spielweise. Das muss man auch dazu sagen. So bin ich nun mal. Ich wäre aber gerne noch irgendwie eine Klasse haben, die so eher Stealth-mäßig unterwegs ist. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee, warum Feuer einstellen? Nee, die Hero-Fähigkeit, die verbrate ich jetzt erstmal nicht. So, du bekommst erstmal eine kleine Fähigkeit von mir ab und dann verziehe ich mich mal hier hinter diesen Schutzwall. So, das müsste ein Heal-Orb sein oder was war das von Orb? Naja, egal. Irgendein Orb wird es schon gewesen sein. Ich weiß es echt jetzt nicht mehr, was das war, aber egal. So, jetzt kommt mal ran hier und zack. Und nochmal hinterher. Röms. Ich muss sagen, das Spiel macht an sich schon Spaß. Das ist, auch wenn ich nicht wirklich viel davon bisher verstanden habe. Zumindest so ein bisschen, aber ist ja dann auch egal. Noch kein Meister ist vom Himmel gefallen. So, zack. Und jetzt könnt ihr was erleben hier. Nehmen wir mal schön die Ultimate-Attacke. Oder den Ultimate ganz einfach, wie man ja dazu immer sagt. Die hat natürlich entsprechend einen höheren Cooldown, das ist klar. Ja, das kann man nicht bestreiten. So, und jetzt sind wir hier am nächsten Tor angelangt. Ja, was will man denn hier? Was hat man denn hier? Jedes weitere getroffene Ziel erhöht Schaden des, der Durchschlagsmunition und einen Wirkungsbereich. Na ja, machen wir das natürlich. Also die Fähigkeit, die ist halt an und für sich gar nicht mal so schlecht, weil man kann das hier auch relativ gut kombinieren. Also weil die CDs relativ nah beieinander sind, das macht schon Spaß. Aber ich will, wie gesagt, irgendwie mal so eine schurkige Fähigkeit. Ich möchte mich lieber anschleichen aus der Dunkelheit. Halt wie in WoW, wo ich mich ja, sag ich mal, auch anschleiche. Oh oh, ich gehe mal lieber weg hier. Das hätte natürlich auch böse enden können. So, jetzt mache ich euch erstmal schön Mut. Zack! Und jetzt hier, einfach mal ordentlich rein damit. Und nochmal. Zack, hier mal ordentlich Schaden zufügen. Ja, irgendwie leckt das heute so komisch. Das ist... Ah, jetzt habe ich natürlich... So, Röms. Schon wieder ein Stufenaufstieg. Genauso muss das sein. Und wenn wir jetzt hier schon mal alle gebündelt sind, da können wir uns mal versuchen, an die Türme zu machen. Ich mache uns nochmal ein bisschen Mut. Mache hier nochmal die Durchschlagsmunition drauf. Und reißen wir schon mal das Tor ein. Denn die Tore verhindern, dass wir in die feindlichen Basen eindringen können. Das muss man auch mal dazu sagen. Ist zum Beispiel auch sowas, was ich nicht wusste. Ja gut, es klingt ja per se logisch, wenn man es mal so sieht. Aber jetzt können wir hier mal ordentlich Schaden anrichten. Sind hier noch genügend Minions da, dass wir hier mal ordentlich draufschlagen können. Dadurch können wir nämlich erstmal hier den Turm einreißen. So, worüber sind wir eigentlich gegangen? Über die Midlane, oder? Also irgendwie sowas ist das. So, jetzt machen wir erstmal Mut und jetzt sind wir hier ja alles schön gebündelt. So, und jetzt holen wir mal den Ulti hier raus, damit wir hier noch ein bisschen Schaden drauf machen können. So, wollen wir noch den feindlichen Helden zerstören? Natürlich wollen wir das. So, jetzt ziehen wir uns aber mal ein bisschen... Ne, ziehen wir uns nicht. Wir machen hier jetzt den Minions Mut. Obwohl, ich gehe doch mal lieber ein bisschen zurück. So, ich bin hier relativ gut zu Schaden gekommen. Ja, das ist mir klar, das sehe ich auch. Aber da haben wir schon alles eingerissen. Ja, da kann man da nicht meckern, ne? Drücke die Leertaste und die Kamera wird wieder zu deinen Helden sich zentrieren. Das weiß ich. Das weiß ich. Dessen bin ich schon vertraut.
Und yay, wir haben Erfahrungspunkte bekommen und haben eine neue Stufe und 1000 Gold. Yay, das ist doch schon mal sehr schön. Gesamtes Gold 1000, Gesamterfahrung 71.880. Ja, und so wird das dann natürlich weitergehen. Was ist das denn hier? Auszeichnung. Gucken wir mal. Was ist denn das hier? Beta-Spieler. Porträt freigeschaltet. Danke für deine Hilfe. Als Belohnung für die Teilnahme an der Beta haben wir für dich dieses Porträt freigeschaltet. Aha. Cool. Machen wir das doch mal. Warte mal, das kann ich doch bestimmt jetzt irgendwo einstellen hier. Das ist erstmal noch eine Statistik, die man sich hier angucken kann. Also, die werdet ihr sicherlich aus den aus den anderen MOBAs schon kennen. Ich kann doch hier bestimmt jetzt das irgendwo abändern, oder? Kann ich jetzt hier... Wo kann ich denn das Porträt ändern? Ja, irgendwo werde ich das schon freischalten können, aber das sollte ja jetzt nun auch erstmal gewesen sein. Das war halt mal ein kleiner Einblick in so eine Schlacht und ich hoffe, dieses Let's View zu Heroes of the Storm hat euch soweit gefallen. Für eure Unterstützung danke ich euch ein und deswegen sage ich bei vielleicht einem nächsten Let's View, bei Gelegenheitsfolgen von Heroes of the Storm oder dergleichen, sieht man sich.